Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 94 vom Kerbal Space Programm. So, da müssen wir mal rein. Schnell auf unsere Rakete, weil das ist ja jetzt schon eine ziemliche kurze Distanz, ne? So, einmal die Karte bitte. Reingezoomt. Und hier sehen wir es, dass wir da nicht mehr viel Differenz haben, ne? 700 weniger während. So, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wie? Das ist eine gute Frage, ne? Ich weiß. So sieht's ja schick aus, ne? Aber wenn ich jetzt hier reingehe und gucke, dann ist er oberhalb von mir. Ob das so richtig ist. Ich glaube auch nicht, dass wir das noch irgendwie richtig schön gerade ziehen können, ne? Hier sieht man es auch, ne? Ah, wir fliegen mit einer hohen Geschwindigkeit jetzt an diesem Punkt hier vorbei. Ob wir das noch einstellen können? Ich glaube nicht. Ich will noch nicht mal Manöver annehmen jetzt hier. Hallo? Er hat Manöver in 22 Sekunden. Schnell den hier auf. Passt. Passt, muss passen. Burn. Escape. Nein, nicht Escape. Ich will nur den Punkt da weg haben. Hier drauf. So. Wunderbar. Was macht's denn jetzt hier? 600. Ja, fast 700 Meter wohlgemerkt. 2200. Wir sind langsamer wie er. Das ist doch schon mal gut. So, wo ist unser Raumschiff? Und er ist da. Obwohl gerade die Entfernung sich nicht ändert. Okay. Ah, ist ja auch fast gleiche Geschwindigkeit, ne? So. Das bedeutet, wir müssen mal weiter voranspulen, glaube ich. Oh Gott, das ist denn hier für ein Unterschied drin, ne? Oh, das ist ja hochkompliziert. Ja, jetzt entfernen wir uns natürlich wieder von ihm. Obwohl es wahrscheinlich näher wird. Okay, nochmal. 400 Meter. Nur die Frage, wo? Ja, 300 sogar nur noch hier. Sehen jetzt gar nicht mehr. Ja, kann ich gar nicht. Gut, das heißt, hier müsste die Mitte sein. Wo ist er? Da ist er. Ja. Normale Geschwindigkeit, ja. Jetzt kriegen wir hier keinen Dingenspunkt reingelegt. Hallo, ich hätte gerne meine Linie auch gehabt. Gibt's doch nicht, oder? Das werden wir wohl nicht mehr hinkriegen. Ein Manöver. Ja, hier ist es ja ziemlich gleich, ne? Ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass wir das Manöver da stehen haben und dann rüberfliegen. Weil jetzt sehen wir ja, was wir machen können dann, ne? Wo ist denn das Manöver jetzt? Da hinten irgendwo ist es. Aha. So. Ich glaube, das war schon zu viel, ne? Ein Tacken zu viel. Gut.
glaube, jetzt sieht das richtig gut aus. Ist nur die Frage, ob das auch klappt. Meter Unterschied. Fliegen wir mal rum. Eine halbe Stunde weiter ist es ja erst. Geht's noch schneller? Ne. 17, 16. Da hinten ist der Punkt erst. Da mal schnell hin. Nicht von der Sonne blenden lassen. So, und dann können wir erstmal schon mal den blauen Punkt suchen, ne, oder? Irgendwie sieht das richtig gut aus, weil das direkt hier auf der Horizontalen ist. Ich hoffe, das funktioniert dann auch. Aber das rutscht ja wieder raus noch, ne? Oder? Nö, gar nicht. Passt ja. Richtung ist die passende. Meter Abstand. In 3 Minuten erst. 2, 1. Dann machen wir mal langsamer. 2, doppelte Geschwindigkeit. Der Punkt sitzt gut eigentlich. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den passenden Zeitpunkt haben zum Feuern. So, 10 Sekunden haben wir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. So, lassen wir's. Hinweg. So, mein Freund, jetzt sind wir auf deiner 89 Meter Distanz. Fällt sogar noch. Das müssen wir ja schon fast erkennen können, oder? Wo ist er? Da ist er. Oh Mann, ey. Ja, da sieht man noch einen kleinen Unterschied irgendwo, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo. Wir können nicht mehr näher ranzoomen. Wir haben keine Steuerdüsen leider an unserer Rakete gemacht, obwohl ich glaube, die hatten wir auch noch gar nicht, ne? Das heißt, irgendwann muss er von alleine einsteigen. Ja. Dunfurt, was machst du da? Ich lass mal schneller laufen. Er fliegt gleich an uns vorbei. Entfernung wird weniger, aber irgendwo in einer Entfernung, die ich jetzt nicht. Ah, da sehe ich sie. Das kann ich nur ändern, indem ich an der Apoapsis oder Periapsis das ändere, ne? Aber auf wie viel Meter muss ich an den ran? Das ist die Frage, ne? Wann steuert der von alleine? Weil ich kann den doch nicht da an die Wand knallen lassen, oder? Jetzt nimmt die Höhe wieder zu. Das heißt, wir müssten jetzt gucken, dass wir hier die Apoapsis oder Periapsis hier passend ins Ruder kriegen, ne? 285, 254. Das sind kleine Meterzahlen hier und da. 830, 924, super. Distanz 70 Meter.
Muss ich erstmal hier irgendwo einen Punkt setzen. Add Manöver, das ist ja schon mal positiv, ne? So, schneller oder langsamer müsste es werden eigentlich. Das ist aber alles viel zu viel gerade gewesen. 114, ne. Die müssen... Doch, es war richtig. Ich müsste... So, jetzt müsste es ja beides übereinander sitzen. Tut's aber gar nicht. Sieht nur so aus. Hundertdreizehn. Zweihundert, das ist doch voll 110, das ist voll falsch. 112. Was haben wir jetzt? 113, 297. Wer ist wer? Gute Frage, ne? Also es ist fast unmöglich, das zu sehen, wo ich dahin muss. So, das ist die erste. 493 und er hat 275. er hat 277. Das heißt, ich muss noch einen Tacken nach da. Nö. So, 307, 319. Jetzt habe ich nichts geändert zurzeit. Zeit. 309, dann wird es weniger, okay. Wo ist denn jetzt der andere Punkt? Gute Frage, ne? Den sehe ich nämlich jetzt nicht, weil dieses Interceptor da, Intersect da ist. So, das ist definitiv jetzt zu wenig. Meter, das ändert sich irgendwie auch gerade.
Ja, das funktioniert alle nicht, was ich davor habe, glaube. Der schwankt, der. 303 hat er jetzt, der hier, der kleine Mann da hinten. Nützt nichts, wir müssen den Punkt verlegen. Er muss dahin. Jetzt ist hier irgendwas faul. Manöver weg. Add Manöver. Gut. Ah, super. Hier sind so viele Zahlen, die kann ich alle gar nicht gebrauchen. Er hat 115. Das ist hier jetzt das Richtige für ihn. Und das ist unsers. So, das sind 115, das sind 117. Ja, rein theoretisch wäre jetzt das Ideal, ne? Probieren geht über Studieren. Das werden wir jetzt ansteuern. Wo ist der Blaue? Da ist er. Gut, das Ganze in 48 Minuten. Dann können wir meine Uhr richtig laufen lassen noch. Das ist schon wieder raus. Das kriegen wir auch gar nicht so genau hin, denke ich. Ja. Minuten, wieso ist denn das noch so lange? Bin nur jetzt da, oder? Hallo? Ich werde das jetzt machen, nicht erst in 38 Minuten, dann müsste ich ja nochmal rumfliegen, dann bin ich ja noch weiter von ihm weg. Einmal kurz Gas geben und dann gucken wir, was passiert, oder? Boah. Haben wir gesehen, was kurz passiert, ne? So, weg damit. Wir haben schon 600 Meter wieder Abstand von ihm. Ja, und ich weiß auch nicht, wo es hier... So,
So, unsere Höhe ist 113.333, seine Höhe ist 113.335. Und da drüben ist es kaum lesbar. 115.748 und unsere ist dort. Gute Frage, ne? Kann ich überhaupt nicht sehen. Geht gar nicht. Und er entfernt sich von uns, oder wie sehe ich das? Nein, er kommt näher. Das ist ja schon mal was. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.